Die Außenministerin hat in einem Interview mit dem Stern, in welcher sie explizit als Außenministerin interviewt wurde, behauptet, die Erfolge des BSW sei ein Produkt russischer Propaganda und die Parteistände autokratischem Denken näher als dem Grundgesetz. Da würde mich interessieren, wie rechtfertigt die Außenministerin denn diesen Bruch mit dem mit der Neutralitätspflicht als Ministerin? Das Mikro ist noch rot. Rot sollte es sein, dann ist es an. Ah, okay, umso besser. Das Schöne an der Ministerin ist ja, dass sie verschiedene Elemente in sich vereinigt. Sie ist Ministerin, sie ist Parlamentsabgeordnete, sie ist Mutter, sie ist Mitglied der Grünen und in dieser Funktion gibt sie Interviews und in diesem Rahmen hat das Interview stattgefunden und entsprechend stehen auch ihre Worte für sich. Nachfrage, ja. Wie gesagt, Sie wurde explizit als Außenministerin interviewt in dem Fall. Aber Herr Hebestreit, die parteipolitische Äußerungsbefugnis von Bundesministern ist klar eingegrenzt. Wenn ich kurz zitieren darf, die Äußerungsbefugnis einzelner Minister ist auf ihre Ressortzuständigkeit zu beschränken. Einseitig parteiergreifende Stellungnahmen zu lassen einzelner politischer Parteien muss die Regierung unterlassen. Da würde mich interessieren, wie geht denn der Kanzler mit diesem wiederholten Bruch der Neutralitätspflicht seiner Minister um und plant er Gespräche mit den Ministern, namentlich Habeck und Baerbock, zu führen, um diese wieder auf den Pfad der ministeriellen Tugend zu führen? Herr Warbeck, Kollege Fischer hat ja schon deutlich gemacht, dass unsere Chefinnen und Chefs mehrere Funktionen auf sich vereinen. Sie haben jetzt das versucht einzuschränken, indem Sie gesagt haben, die Außenministerin sei ausschließlich in ihrer Funktion als Außenministerin befragt worden. So einfach ist es nicht, sondern es sind eben unterschiedliche Positionen als Bundestagsabgeordnete, als Wahlkreisabgeordnete, als Grünenpolitikerin und als Regierungsmitglied. Der Teil, was das Neutralitätsangebot angeht, der bezieht sich explizit auf uns, die wir hier oben sitzen. Wir sind Regierungsbeschäftigte und äußern uns ausschließlich als Regierungsbeschäftigte. Und deswegen dürfen wir uns da gar nicht groß einlassen. Und deswegen gibt es Themen, bei denen ich mich wahnsinnig gerne intensiver auch mit Ihnen darüber unterhalten würde. Das darf ich aber nicht an meiner Funktion. Da leiden Sie manchmal drunter, ich auch, aber das gehört sich so. Ein Spitzenpolitiker, der hat mehrere Hüte auf und je nachdem, was er befragt wird, muss er auch auskunftsfähig sein. Und ich stelle mir vor, ein Interview, das Sie führen mit der Außenministerin und Sie fragen etwas und sie sagt unter Berufung auf das Neutralitätsgebot, dazu wolle sie mit Ihnen nicht sprechen. Und insofern ist das etwas, was es immer wieder eine Abwägung gibt. Und diese Abwägung sieht auch der Bundeskanzler sehr genau und äußert sich auch. Wir wissen auch, dass es ein Gerichtsurteil gegeben hat für die frühere Bundeskanzlerin, die nämlich auf einer Auslandsreise, wo das Verfassungsgericht nicht unterstellt hat, dass sie dort die unterschiedlichen Hüte wechseln kann, sich explizit zu einem Thema geäußert hat und da wurde mit Verweis auf das Neutralitätsgebot nahegelegt, das besser künftig sein zu lassen. Daran halten wir uns auch, aber in einem Printinterview, in einem Fernsehinterview oder in Ähnlichem sind diese Bereiche nicht so klar zu trennen. Und deswegen ist es genau richtig, was Herr Fischer gesagt hat und dass sich auch die Regierungsmitglieder, wenn sie eben mehrere unterschiedliche Hüte aufeinander vereinen, sich auch unterschiedlich äußern können. Da kommt es immer auf den Ort und auf die Zeit an. Mir war nicht bewusst, dass Sie darunter leiden, dass Sie nicht alles hier ausbreiten können, was Sie gerne würden. Von unserer Seite sind Sie herzlich eingeladen, alles zu sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Aber ich muss ja auch an meine Funktion dann denken und auch nochmal danach zum Bundeskanzler zurückkehren. Das wollte ich damit nicht in Zweifel ziehen. Wir haben eine Nachreichung vom BMI. Genau, ist keine Nachreichung. Ich wollte auch nur für den Bundeswirtschaftsminister und das Bundeswirtschaftsministerium Ihre Unterstellung zurückweisen, die Sie, Ihre Frage. Ich musste ja schon eine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Das war im Rahmen einer ausdrücklichen Parteiveranstaltung. Also ihm dort zu unterstellen, er hätte als Bundeswirtschaftsminister gehandelt, das ist wirklich nicht richtig. Dann, genau, das ist